Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Hallo, ich bin Frankie. Ja, ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen dem Brandungsangeln verfallen und darum habe ich mir jetzt mal einen Brandungsdreibein bestellt. Ja, vorher habe ich das so mit Erdspießen gemacht, sandigen Boden am Strand und so geht das auch sehr gut. Aber wenn der Untergrund dann mal nicht so ist, dann braucht man natürlich ein Brandungsdreibein. Ja, ich habe mir hier eins bestellt und zwar von der Firma. Kann man so sehen, von der Firma Balzer und das ist gerade eben geliefert worden vom Postboten. Also ich habe es noch nicht ausgepackt gehabt und auch noch nicht aufgebaut gehabt. Ich mache das jetzt zum ersten Mal und ich würde sagen, schauen wir uns das mal zusammen an.
So, jetzt haben wir es aufgebaut. Ja, das Aufbau ist eigentlich ein Kinderspiel. Ja, das kriegt jeder hin. Da ist ja nicht mal eine Gebrauchsanweisung bei. Das braucht man noch nicht. Das ist eigentlich selbsterklärend. Ja, hier vorne zeige ich mal eben. Hier haben wir noch so eine Querstrebe. Die kann man noch rauf und runter schieben. Dann verändert sich natürlich noch mal der Stand von dem Brandungsreibein. So kriegt man es auch ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher. Hat, glaube ich, eine Gesamthöhe von 1,80 m, stand in der Beschreibung. Wenn man es also komplett hoch aufstellt und ein Gewicht von knapp 3 Kilo. Ja, ist gut verarbeitet, hat einen sicheren Stand. Ich bin damit zufrieden. Ich werde es auf jeden Fall behalten. Ja, der Preis lag jetzt bei 79 €. Und wie gesagt, ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, wenn du schon ein Brandungsdreibein hast, weil ich hatte jetzt auch hier nicht die Möglichkeit, im Angelladen mir das vorab mal anzugucken. Bei uns hier im Angelladen hatten sie keine Brandungsdreibeine. Geht dem einen oder anderen vielleicht ähnlich so. Und wenn du auf jeden Fall schon ein Brandungsdreibein zu Hause hast, dann schreib doch mal was in die Kommentare, wie zufrieden du damit bist. Und vielleicht auch nicht den Hersteller vergessen. Das könnte dem einen oder anderen dann vielleicht auch helfen. Ja, was ich noch sagen wollte, hier in der Mitte. Da haben wir so einen Haken und der Haken ist dafür da. Da kann man einen Eimer reinhängen, also ein Gewicht reinhängen in Form eines Eimers mit Wasser, Stein oder Sand gefüllt, damit das Ganze natürlich auch bei Wind und Wetter, bei ein bisschen stürmischem Wetter richtig fest und ordentlich steht. Besonders wenn man dann mal eine Rute rausnimmt, damit das Ganze nicht ins Ungleichgewicht gerät. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, die Wattwürmer sind bestellt. Ach, die habe ich die ganze Zeit in der Hand, hier wollte ich auch noch zeigen. Aus wird wirklich eine ordentliche Tüte hier, so eine ordentliche Tragetasche mitgeliefert, richtig robust, richtig hochwertig, finde ich gut. Da kann man es schön drin aufbewahren, kann man auch schön mit dem Riemen hier um die Schulter hängen und das Ganze dann mit zum Strand transportieren. Ja, wie gesagt, die Wattwürmer sind bestellt. Am Wochenende geht es auf jeden Fall nach Hamburg, Hamburg-Hafen auf Plattfisch. Nächstes Jahr geht es sowieso ein bisschen mehr, also ein bisschen ans Meer, Ostsee, Nordsee. Dieses Jahr eventuell auch schon mal Ostsee auf Plattfisch. Und nächstes Jahr wollen wir mal gucken, was man so in der Ostsee alles fangen kann. So ein bisschen Hornhecht, Dorsch, Meerforelle und so weiter. Ja, und wenn du das Video nicht verpassen möchtest, dann abonnierst du am besten meinen Kanal. Bedanke mich da schon nicht. Bedanke ich mich schon mal bei dir und bei allen anderen bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten und Reinschauen und dann sehen wir uns demnächst wieder auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Dui!